wenn ich durch die Aufgabe durch bin, mache ich Feierabend. Das ist anstrengend jetzt auf einmal. Hä? Kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Der Bogen steckt in meinem Arm. Alter. Ja, und? Nun? Also, ich habe keine Möglichkeit, mich zu bewegen. Wer kommt denn da? Scheiße. Weißt du, was Wahnsinn ist? Digga. Hab ich dir schon mal gesagt, was Wahnsinn ist? Ja, schon wieder. Zum 5. oder 6. oder 7. Mal. Ui. So. Nochmal. Ja. Wo fangen wir jetzt wieder an? Aber es ist ein anderer Text jetzt. Also insofern sind wir unter Umständen weiter. Wahnsinn, ja. Ah ja. Hey, Honk. Was? Aha. Ich kann nichts machen. Was ist los? Alle so. Ach so. So, okay. Sag mal, besteht jetzt einfach nur noch alles aus Quicktime-Events oder was? Aber diesmal hat die Taste funktioniert. Ist ja interessant. Erreiche den Hubschrauber. Verlasse das Massengrab. Ach so. Oh, lecker. Man stelle sich mal vor. Mädel. Okay. Dennis. Wie ist das möglich? Das fragen wir jetzt auch. Der hat ihn erschossen. Ja, wie viel Glück kann man haben, Digga? Das Glück ist mit dir, mein Freund. Ja. Wer ist dafür verantwortlich? Was? Was? Es war zur Feier deines Todes. Aber es war mir eine Show für heute. Ich bin längst noch nicht tot. Sag Citra, ich komme. Okay, ich sag's dir sofort. Okay. Verlasse das Massengrab. Ich muss mein Zeug von den Piraten zurückholen. Ausrüstung zurückbeschaffen? Sag mal. Was haben wir hier? Kubanische Zigarre. Erstmal eine Schmoken hier. Digga, wie ekelhaft, ne? Okay, also. Wo muss ich hin? Ich wollte jetzt eigentlich Feierabend machen. Was ist denn hier los? Wo bin ich denn? Und wo muss ich hin? Ich muss genau in die entgegengesetzte Richtung. Digga, geht mal gar nicht. Puh, also. Sobald ich die Möglichkeit habe, werde ich Feierabend machen. So, was habe ich denn an Waffe? Och, klasse, ich habe wieder nur das Messer. Und die Fauna ist auch am Start. So, dann mal auf die Knie, Digga. Wo bin ich eigentlich? Okay, also vorhin war ich hier und jetzt bin ich hier. Aha. Also, das war eine Show für heute. Und wann ist die Show für morgen? Ich dachte schon, das Fliegeding da. Ach du Scheiße. Aha. Also was soll ich machen jetzt? Medkit und eine Mine. Ähm.
Okay, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt tun soll. Okay. Ich soll wohl die Häuser durchsuchen, um meine Klamotten zu bekommen. Ich leg mal die Mine hier hin. Was soll denn schon schief gehen? Okay. Also ich muss zu den Häusern. Die schreien ständig. Ach du Scheiße. Was denn los, Freunde? Feinde. Oh, Missionsgebiet verlassen. Scheiße. Ach du Scheiße. Ach so, da ist ein Rennwagenfahrer-Ding. Kann ich einen Stein werfen? Das habe ich noch nie in letzter Zeit gemacht, Steine werfen. C4? Ja, Entschuldigung, wenn ihr das alles besser könnt, aber ich kann es nicht. Achso, jetzt bin ich wieder hier. Von den Piraten zurückholen. Also, ich weiß zumindest, in den beiden Häusern vorne war es nicht. Halt, andere Richtung. Okay. Ich habe keine Kamera. Aber dafür sind da drüben Komodo-Warane. Oh, halt, runter. Ach du Scheiße! Ja, also... Ja, wahrscheinlich müsste ich... Also... Dead House, hier ist es nicht. Hier haben wir jetzt eine Rüstung zumindest. Und eine Mine. Wen interessiert das Vogel? Ich leg die Mine mal irgendwo hin. Das sind viel zu viele Häuser hier für meinen Begriff. Warte mal. Wenn ich jetzt hier so rübergehe. Ich denke mal, es wird das Haus sein, wo man am weitesten gehen muss. Oha, oha. Ach du Scheiße. Aha. Ich höre mein Handy, ich höre mein. The fuck? Okay. So, mal weg. Ach du Scheiße. Ich geh weg. Digga. Ja, dann komm doch her.
Boah, nicht. Okay, also. Ja, wie komme ich denn zu einer Waffe? Ich brauche eine Waffe, verflixtags. Ich brauche eine Waffe. Also hier ist keine drinne. Aha. Ich habe Munition, ja, Munition habe ich, aber ich habe keine Waffe. Verflixtags, ich brauche eine Waffe. So, Also, wenn es gar nicht geht, dann muss ich das nächstes Mal machen. Ich bin jetzt ehrlich schon ein bisschen müde. Ach du Scheiße. So, also es ist in dem Haus da drüben, ganz weit. Okay. Der hatte die Rüstung durch die Wand geholt. Okay. Der Spruch ist immer noch gut. Also hier durchzukommen ist fast unmöglich. Da vorne steht auch einer. Also das ist eine Menge. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich nehme die Mine. Das war gut, das war gut, das war gut. So weit, so gut. Okay. Du Scheiße. So, so. Ich hab's gewusst, dass ich das nicht schaffe. Digga, oh, wie soll das denn funktionieren? Die Frage ist jetzt, wenn ich jetzt abbreche. Ja, das ist mir schon klar, aber. Moment mal. Vielleicht andere Richtung. Okay. Moment. Ich melde mich doch gleich.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass du das gerne hättest. Ich hätte jetzt gerne Feierabend. Die scheiß Köter. Okay, das war schon mal um einiges besser jetzt. Okay. Ich wüsste jetzt gerne, wo der Drecksack ist, der Fette. Also. Raschelt doch was. Ich hab den Hund getroffen. Die Henne, ich muss zurück. Digga! Diese Kackviecher. Nicht doch. Ah, Scheiße. So. Die haben mich schon wieder auf dem Schirm. Ja, das ist ja schön, Digga. So, Alter. Aha, eine Ephedrin-Tablette, guck.
Was zum Henker? So. Ist hier vielleicht irgendetwas? Außer C4, das mir helfen könnte? Granaten. Interessant. Okay. Ja, jede Menge von solchen Dingen. Warum kriege ich keine Knarre? Warte mal. Ich kann nur diesen Kram kriegen. Okay. Warte mal. Was war das eben? Das ist interessant. Wo ist der Vogel? Also die Hunde sind schon mal weg. Bitte nicht nochmal. Ich muss die ganze Scheiße nicht nochmal machen. Haha. Okay, dann mal los. Ja, ja. Okay, der ist da. Oh, halt. Ja. Entschuldigung. Ah. Hilfte. Okay, ja, hätte vielleicht effizienter laufen können. Wo sind Sachen? Wo sind Sachen? Okay, alter Schwede. Hallo? Jason, ich muss dich warnen. Vars ist ein großer Krieger. Aber Hoyt ist wie ein Dämon. Viele Razziad haben seine Insel angegriffen. Niemand kam zurück. Einer nach dem anderen, Dennis. Erst Vars, dann Hoyt. Was du mir da sagst, ist unmöglich. Das könnte nicht mal ich. Wie war das Sprichwort, Dennis? Für alles gibt es ein erstes Mal. Große Worte. Okay. Aber der Doktor meinte, das Boot ist fast fertig. Du wirst bald aufbrechen. Nö. Spielt mit Herc, das geht nicht. Trifft Citra. Oh, Leute, ich weiß jetzt nicht, wie ich das zusammenschneide, ob ich da eine Timelapse mache. Also, ich denke mal, die Sachen da, wo ich da gefailt habe, als Vars mich da ins Wasser geschmissen hat, ich glaube, das werde ich irgendwie zusammenschneiden, weil, weißt du, die Laberei von Vars, so von wegen, weißt du, was Wahnsinn ist und so weiter, ist, wenn man es einmal hört, wenn man es zweimal hört, ist es ganz geil, aber nee, so oft müssen wir es nicht haben. Ich werde trotzdem, wie immer, euch wissen lassen, dass es halt so viele Male gedauert hat. Ich werde mir was ausdenken. Ich habe eine Pressur, ich bin müde, es ist genug und ich fürchte mal, es wird nicht einfacher und deswegen sage ich jetzt hier einfach mal, ciao mit Q wie Quicktime Event und wir sehen mal, wie es weitergeht. Hallo, hier bin ich nochmal. Okay, ich schneide das nochmal hinten dran. Ich hab mich eben gerade dran erinnert, dass wir ja Fähigkeitenpunkte bekommen haben. Tja, ganze 3 Stück, wie wunderschön. Die will ich noch vergeben. Vielleicht kriege ich das dann auch hin, dass wir hier tatsächlich eine vernünftige Schnittfolge kriegen.
Okay, was wäre denn das nächste? Lass mich doch mal sehen. Also wir müssen wohl den Granaten-Takedown nehmen. Ja. Und dann gucken wir noch mal hier rein. Hier sehe ich jetzt nichts, wo es weitergeht. Dann haben wir hier. Ne, das ist noch versperrt. Nehmen wir diesen Takedown. Okay. Und dann. Ja, nö. Wir kommen irgendwie nicht weiter mit dem Quatsch so richtig. Ja, jetzt nur hier Beute-Takedown. Ich plündere Gegner automatisch, wenn ich einen Takedown ausführe. Ja, das ist in Ordnung. Ich kann. Okay, alles klar. Gibt es noch sonst noch irgendwas zu tun? Okay. Tatau. Kakao. Ich bin jetzt wo gerade? Da bin ich. Okay, wir gehen einmal zum Dinner zum Hals. Ich gucke nochmal, ob es irgendwas zu verkaufen gibt und so weiter und ob irgendwas geht. In der Richtung. Ah, Inventar auffüllen. Das ist cool. Okay. Wahrscheinlich kann ich dann auch einen Panzer kaufen. Konsumartikel. Körperpanzer. Ja, wundervoll. Okay, wenigstens das kriegen wir noch hin. Ja, wie ich das Ganze dann zusammenschneide, sehen wir dann noch. Ich glaube, das ist die ungewöhnlichste Far Cry 3 Sitzung, die wir bisher soweit hatten. Alter, so viel Schund im Start. Aber wir kriegen das Inventar gut zur Hälfte leer. Und das ist gut. Boah. Halbe Folge verkaufen. Ja. Also ich bin einigermaßen stolz auf das, was heute passiert ist, auch wenn ich ja garantiert nicht so gut war wie die Besten. Ich meine, ich habe da Videos gesehen, wo Leute tatsächlich nur mit Takedowns komplette Außenposten ausgenommen haben. Naja, vielleicht, wenn ich das nächste Mal es durchspiele. Ja, ich sag ja, wenn man ein Spiel Let's Played hat, dann hat man es durch. Also, Alter. Ach so, kann ich verkauft werden? Okay. Mal sehen, vielleicht haben wir ja noch was anderes. Nö, haben wir nicht. Aber wir haben 36 von 96. Das heißt, wir haben 60, 6 mal 10 frei fürs nächste Mal. Ich sag dann nochmal, ciao mit T wie Takedown und wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesitzung und dann schauen wir mal, was Tsipras so alles für uns hat. Bis denne.